nimm das schon auf, okay? My lord and lady, honorable ladies and gentlemen, we proudly present the most tragical story of Lady Walburga Streminger, the Countess of Grey, formerly known as the Walchavalli. This is the heartbreaking tale of pride and prejudice. This is also the sad story and upsetting history of a small island in the middle of the Northern Sea. Its brave and honest people were misled and dazed by antiquated elder statesmen and outdated politicians. With high hopes, they trusted in isolated decisions and signed a letter of emergency exit. But now, future may be worse than ever. Please don't mind following, and let us go back in time to a place where the boundaries of reality and Never Never Land have become obscure and indeterminate. Once upon a time, there was another gray and misty morning, and it seems that the caring father son has completely forgotten our small castle in the hills of Evermore. Dark clouds and drizzling rain depresses the sparse county of Wuthering Heights. The leftover family of the fragile Earl of Grey and some weird domestiques vegetate in the ancient stone walls that have seen much better days before.
And now, with great excitement, we are looking deep down into the scenery of Pomp and Circumstance. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserer achten und letzten Folge der Dokumentationsserie Aufstieg und Fall des British Empire. Zunächst eine kleine Übersicht über das Geschehen der vorherigen Sendungen. Wir befinden uns hoch droben im einsamen Hügelland Wuthering Heights in Northern Cofflestone upon Never Aberthorn, geduckt unter der Last der treuenden Regenwolken, hat sich Sir Edward Heathcliff Streaminger, der Earl of Grey, zwischen den Grafschaften Middle Frithold und Lesser Muddleswift, Hufflepuff, in seinem Castle in the 11th 12th of Dartmoor angesiedelt. Das harte und entbehrungsreiche Leben am Fuße des Mountains of Featherstone Throb Towers hat ihn und sein altehrwürdiges Schloss beständig ausgezehrt. Aus der zweiten Ehe mit Lady Hascath Fortescue von Bournemouth, Sussex, erwuchs ihm anstatt des erhofften Stammhalters die einzige Tochter, Lady Gwyneth Theresa Mary Charlotte Elizabeth Walburga, kurz Wally, Countess of Grey. Die Mutter war noch im Kreissaal von Southclothside gestorben und so zog er die kleine Wally wie den ersehnten Sohn auf. Traditionsbewusst und stark sollte sie sein. Ja, und das wurde sie auch. Als ich nun am einsturzgefährdeten Westturm ein Eurogeier der Gattung Vulturus continentalis angelensis eingenistet hatte, fand sich im gesamten Umkreis von Northern Cofflestone upon Never Addlestone kein Bursche, also kein Bursche, der das Nest beseitigen wollte. So schickt nun der Earl seine Tochter Gwyneth Theresa Mary Charlotte Elizabeth Walburga, kurz Wally, los, um dieses gefährliche Unterfangen zu erledigen. Guten Morgen, Milord. Besuch hat sich angemeldet. Ja. Oh, well, Wally. Der russische Oligarch Gast Romanov hat sich angekündigt. Da wir mit seinem Kapital durchaus rechnen können, um unser marodes Castle zu renovieren, sollten wir ihm einen angemessenen Empfang bereiten. Mit EU-Subventionen können und wollen wir nicht mehr rechnen. Da es sich für ein englisches Castle nicht recht schickt, wenn sich ein kontinentaler Geier eingemietet hat,
würde ich dich bitten, ob du die Güte hättest, zum Westturm hinaufzusteigen und diesen unsäglichen Horst zu beseitigen. Was immer ihr sagt, mein Vater, gern bekomme ich eurem Wunsch nach. Einfach losgelassen, wie dich der Große angegriffen hat. Aber es ist doch noch so klein. Es hätte doch sterben müssen. Es kann ja noch nicht einmal twittern. Und jetzt? Willst du ihn vielleicht großziehen, den kleinen Geier? Selbstverständlich. Irgendjemand muss sich doch um das arme Tierchen kümmern. Da wird der Earl of Grey aber nicht sehr amüsiert sein. Du bist doch die Countess of Grey, bist du nicht? Ja, ich bin Gwyneth Theresa Mary Charlotte Elizabeth Walburga. In der Tat, die kleine Countess Wally. Nun, es ist ja eigentlich nicht die Aufgabe einer jungen Lady, aber der Earl kann stolz auf dich sein. Und für mich heißt du ab heute die Geierwalli. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Confirmation und Independence Day. Und in der Kirche Northminster Threbby von den Grafschaften Middle Frithold und Lesser Musselsworth, Hufflepuff, Threbby, feiert man Confirmation. Konfirmation. Auch Lady Gwyneth Theresa Mary Charlotte Elizabeth Walburga, Countess of Grey, aus dem Castle The 11th 12th of Dartmoor, erhält diese Segnung und wird in die Gesellschaft eingeführt. Zum Auftakt wird die neue, brandneue EU-Austrittshymne angespielt. Say yes, I say no, you say stay, and I say go, go, go. I say goodbye, goodbye, goodbye. I don't know why you say hello. I say goodbye, goodbye, goodbye. I don't know why you say hello. I say goodbye. I say hi, you say hello. You say why, and I say I don't know. Ooh, oh no. You say hello. I say goodbye, goodbye, goodbye. I don't know why you say hello. I say goodbye, goodbye, goodbye. I don't know why you say hello. I say goodbye. Goodbye, Europe, goodbye. Goodbye, Europe, goodbye. Goodbye, Europe, goodbye. Goodbye, Europe, goodbye. Thank you.
Wir sind hoch erfreut, die folgenden Gäste für heute ankündigen zu dürfen. Sir Edward Heathcliff Streaminger, the Honorable Earl of Grey. Our young lady, Gwyneth Teresa Mary Charlotte Elizabeth Walburga, the Countess of Grey. Mr. Viktor Gazpromanov, bodyguard von Novosibirsk. Lady Priscilla Lockhart. Jennifer Godiva. Und als Musikanten begrüßen wir the Minstrels of the Gallery. Schottland trifft soeben ein. Was für eine Note? Was für eine Note? Er hat es geschafft. Was geschafft? Was? Er hat das Ungeheuer von Loch Ness gestellt. Nessie? Wer? Joseph McRiverbeth. Joseph? Oh ja, der Joseph. Soeben trifft ein Joseph McRiverman aus Inverness. Wie hast du das geschafft? So, lasst mich euch erzählen, wie es sich zugetragen hat. Es war ein wunderschöner Morgen. Es regnete nur mittelstark und sogar der Nebel riss gelegentlich auf. Ich saß am Ufer des Loch Ness, hatte meine Angel ausgeworfen und biss in ein Stück Shortbread, als ich die Angel bewegte. Als ich die Angel einholen wollte, türmte sich eine riesige Welle auf und dahinter schießt die grässlichste Monstrosität aus dem bleiernen Wasser, die diese Welt jemals erschaffen hat. Direkt vor mir bäumte sich auf, Auge in Auge. Mit der leibhaftigen Kreatur des Schreckens kann ich mich nicht einen Inch rühren. Doch mir steckt ein Krümel trockenen Shortbread im Hals. Der Hustenreiz wird immer stärker und schließlich muss ich loshusten. Das Ungeheuer dreht sich zur Seite, reißt die Angelschnur durch und schickt sich an, wieder in der Tiefe abzutauchen. Da komme ich zur Besinnung, reiße meine Kamera in die Höhe und hier ist der Beweis. Ist er nicht? So, lasst uns einen Toast ausbringen auf Joseph McRiverbeth für seinen Sieg. Das hätte sonst keiner geschafft. Höchstens noch euer Vater, der alte Highlander. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Bravo! Bravo! So, Joseph McRiverbeth. Gentlemen, Gentlemen, darf ich um Ruhe bitten? Ihr wollt doch nicht diesen alten schottischen Geizkragen noch zum Highlander-Helden hochreden? Auf meine Ahnen lasse ich nichts kommen. Der gesamte Clan hat sich doch nur kleinkarierte Röcke leisten können. Immerhin
haben Sie die römische Invasion vom Kontinent aufgehalten. Früher waren Sie noch armselige Separatisten. Aber heute kriechen Sie der Europäischen Union in den Allerwertesten. Kein Respekt mehr vor Krone und Königreich. Josef, ihr solltet euch nicht so exaltieren. Ihr müsst nicht den Earl of Grey herausfordern. Earl hin, Grey her. Er soll meine Ahnen nicht verunglimpfen und dagegen reden, dass sie schon immer die königlichen Hofmusikanten waren. Dumme alte Dudelsäcke sind's gewesen. Und wenn's es nicht glaubst, dann werde ich dir schon noch einbläuen. Entschuldigung, aber das mit den alten Säcken nennt ihr sofort zurück. Josef, lass das. Er ist alte Adam. Hier, haltet euch aus unserer Angelegenheit heraus. For heaven's sake. Das wollte ich nicht. Ich bitte euch vielmals um Verzeihung. Der Gehörnte soll euch und euren Clan holen und euren verschnittenen Single Malt Whisky könnt ihr selber trinken. Ha! Und die Bridge-Abende sind gestrichen. Oh. Was stehst du rum und hältst Maul auf den Pfeil? Komm! Mit dem Gesinde haben wir nichts mehr zu tun. Mit Verlaub, Vater. Es war nicht höflich, wie ihr mit Josef gesprochen habt. Sir Joseph of Inverness heißt er allenthalben. Und über uns macht man sich jetzt lustig. Ha, willst du den Ausbund eines Schotten auch noch verteidigen? Selbstverständlich, Herr Vater. Sir Joseph ist doch ein Gentleman. Den muss man ganz einfach hochschätzen. So wie er das Ungeheuer, den Beweis für das Ungeheuer von Loch Ness erbracht hat. Jüngst erst. Und vielleicht mag es sein, er hätte mich sogar zum Kampfe geführt. Jetzt habe ich aber genug. Dir werde ich zeigen, was es heißt, gegen den eigenen Vater zu reden. Da, siehst du meine Hand. Mein eigen Fleisch und Blut muss ich schlagen, dass es zur Vernunft kommt. Und wenn du noch einen Gedanken an diesen Schürzenträger hegst, dann streiche ich auch die teuren Reitstunden. James, hol mir diesen Russen herein. Sehr wohl, Milo. Привет. Nehmen Sie Platz. Es ist ein schöner Tag. Es nieselt nur leicht und die Schwalben fliegen. Was Wetter? Was ist mit Angebot? Lassen Sie uns das bei einem Tässchen Tee. Was Tee? Angebot! Besprechen. Adrien, ich habe gekauft in Nachbarschaft Immobilien.
habe renoviert, habe gemacht schön. Ich habe Frauen, Waffen. Ich habe gekauft Stadt, Land, Fußballmannschaft. Und jetzt, ich kaufe Titel. Ich gebe zu bedenken, dass man einen Titel nicht kaufen kann. Nicht wo, Alterchen. Ich mache ein Angebot, was du nicht wirst ablehnen können. Deine Bude ist putzt ab, ist Großbude, voll mit Antiquitäten. Ich mache neu. Ich mache Dachrinne, renoviere Fassade, installiere Briefkästen für Firmen, Sonnenbänder, kriegen Geld von Europa durch Hintertür. Und ich gebe dir Gas für Fußbodenheizung. Ich fürchte, Sie verstehen nicht. Ein Titel ist nicht käuflich. Aber du bist Earl, nicht? Ja, warten Sie. Da ließe sich vielleicht etwas machen. Wenn Sie in eine englische Familie einheiraten würden. No. Aber so einer wie Sie, dem wird das nicht leicht gelingen. Ja. Doch, warten Sie. Ich erinnere mich da an meine unverheiratete Tochter. Wenn Sie meine Tochter ehelichen würden, dann wäre uns beiden geholfen. Ja, das können wir machen, aber du weißt, Wally mich nicht einmal ansehen. Mit meiner Tochter werde ich sprechen. Sie müssen nur ihren Mann stehlen. Da! Na zdrowie, Schwiegerpapa! Ich wünsche, meine Tochter zu sprechen. Sehr wohl, Milo. Mein Vater. Meine Tochter, ich möchte etwas mit dir bereden. Viktor Gazpromonov, seines Zeichens russischer Oligarch, möchte dich heiraten. Und ich habe ihm mein Ja-Wort dazu gegeben. In einem Monat ist Hochzeit. Sir Victor! Da! Ich bitte Sie, begeben Sie sich nach Hause. Ich kann niemals Ihre Frau werden. Niemals! So, du magst mich nicht, aber ich mag dich. Es wird dir nichts fehlen bei mir. Du kannst leben alles, was du hast. Du bist bestens versorgt, kannst leben High Class. Ich gebe dir Dacia, Sobel, Brillant. Autogramme von allen, meine Fußballer. Und ich gebe mein Leben für euer Land. Hand für deine Hand. Und außerdem, der Earl hat gegeben mir das Wort. Und das ich gebe nicht mehr zurück.
Romanov? Wie Sie nur ein Fünkchen Herz und Verstand besäßen, dann hätten Sie nicht so gesprochen. Dann wüssten Sie nämlich, dass ich jetzt nie und nimmer die Ihre werden kann. So? Das werden wir sehen! Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen! Ich kann warten! Brilla! Mein Vater! Was wünschst du, meine Tochter? Mein Vater, ich möchte euch nur sagen, dass ich diesen Gaspromanow nicht heiraten werde. Habe ich dich vielleicht um deine Meinung gefragt? Nein, ich sag's euch ungefragt. Ich habe ihm mein Jawort dazu gegeben und ein Earl of Grey steht zu seinem Wort. Und jetzt zieh dich zurück. Aber Vater, ich bin doch kein Wollschaf, das man einfach so verkaufen kann. Ich flehe Sie an, ich bitte Sie. Ich werde doch ein Wörtchen mitreden dürfen, wenn es um den Bund fürs Leben geht. Nein, das darfst du nicht. Die Tochter gehört dem Vater genauso wie es wiegt. Und sie muss tun, was der Vater sagt. Wer sagt das, Vater? Oh, das steht schon in der Magna Carta. Und wenn mir das Ihre Majestät, die Queen, höchst selbst sagte, ich wähle den Josef und werde diesen Ruf nicht ehelichen. Und ich sage dir, du wirst wählen, wen ich dir vorgebe. Oder ich werf dich vom Kastel und enterb dich. Ja, Vater, wie belieben. Gebt alles diesen Gaspromanow. Nur mich nicht. Ich werde selber für mich sorgen. Ja, willst du denn als Au-pair nach Frankreich gehen? Und wenn ich dich in die Kathedrale reinprügeln muss, den Gaspromanow wirst du nehmen. Und wenn ihr meinem Dasein ein Ende bereitet, ich könnte darauf keine Rücksicht nehmen. Na, ein Earl of Grey macht daran seine Handschuhe nicht schmutzig. Aber zur Strafe schicke ich dich hinauf ins Hochmoor. Da droben kannst du so lange im Nebel und in der Kälte herumstochern, bis du es eingesehen hast, dass es mit Viktor Gaspromanow in unseren warmen Gemäuern besser ist. Und das ist mein letztes Wort, ist es nicht? So ist es, Vater. Oh, think twice. Cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice. Another day for you, you and me, Caroline. She calls out to the man she called Dan. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere to hide me? She walks on, she doesn't look back. She pretends she can't marry. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Ow! Think twice, cause it's another day for you and me in paradise. Whoa!
sehr verehrten Damen und Herren. Lady Gwyneth Teresa Mary Charlotte Elizabeth Walburga Countess of Bray hat sich trotz diverser atlantischer Tiefdruckgebiete zwischen den karstigen Hügeln und Mooren der Wuthering Heights klaglos in einer feuchten Hütte eingerichtet. Bei der Suche nach den wenigen Halmen verirrt sich so manches Lamm und droht, im Sumpf von Evermore zu versinken. So riskiert Lady Wally oft Kopf und Kragen, um keines ihrer Tiere zu verlieren. Sir Edward Heathcliff Streninger, der Earl of Grey, dessen Bein langsam abzusterben droht, holt nun Viktor Gasprominoff zu Hilfe ins Castle. Da der Alte das Haus kaum mehr verlassen kann, reißt Viktor das Regiment in the 11th 12th of Dartmoor an sich. Aber es scheint sich beim Gesinde Widerstand zu formieren. So, alle Pack! Hier schon wieder rum sitzen und Tee trinken. Aber ich werde euch Beine machen. Aber es ist 5 Uhr. Zeit für den Tee. Was, Tee? Komm, geh und mach die Rosen. Schneide Rosen. Auf geht's, dabei! Aber mein Rücken tut mir so weh. Ich werde dir zeigen, was weh tut. Dabei. Und du, Lockhart, legst schon wieder Brick. Beach. Beach, Captain. Hey, Lockhart. So viel Zeit muss sein. Ich schaue nur, wie die nächste Wahl ausgeht. Ich werde schon sagen, wie die Wahl ausgeht. Ja, und dass dir nichts ausgeht. Suchst du Streit? Auf geht's! Geh in Stall und mach Pferde. Aber ich muss doch noch das Tafelsilber polieren. In Stall, habe ich gesagt. Dabei! Und außerdem ist der Stall die Angelegenheit von Jennifer. Ich sage, du gehst in Stall, also in Stall! No! Und Jennifer, du machst in die Küche. Aber, Romy, ich steck doch gerade noch dein Monogramm in die Serviette. Und schau mal, was ich gefunden habe. Meinst nicht, ich sollte das anlegen, wenn wir das nächste Mal in den Pub gehen? Dann hättest du eine angemessene Begleitung. Wo ist er? Das lag in der Wäschekammer. Dann ist mir egal. Hauptsache Arbeit wird gemacht. Sir Viktor Gasprominoff. Da drück, was geht? Da. Nimm Platz, wir müssen reden. Ich sehe, du hast inzwischen das Castle und die Belegschaft recht gut im Griff. Ich habe mir überlegt, da meine Gesundheit immer mehr leidet und meine Kraft nachlässt, dir jetzt schon die 11-12 auf Dartmoor zu überschreiben. Ja, das können wir machen. Aber Wally ist Problem. Das mit der Wally, das werde ich regeln. Du musst nur wissen, was du willst. Ich glaube, wenn sie zurückkommt und für mein Wort einsteht, ja, dann bist du der Herr im Haus und hast es Sagen. Na, du weißt, wie viel sie mich kostet und wie viel sie mir wert ist. Das Wichtigste ist, dass das Castle und die Ländereien erhalten bleiben. Und sie wird sich reinfügen müssen. Ich hoffe noch immer, dass sie Mochte haben. Einsetzen. Jetzt wird es dann bald zu weit sein. Die Countess darf nicht mehr ins Schloss und Gasprominoff wird unser Herr. Dave, hören Sie zu. Es ist wirklich immens wichtig. Sie müssen auf ins Hochmoor und
und die Countess holen. James, sagen Sie ihr, es stünde mit Ihrem Herrn Vater nicht zum Besten. James, so verweilen Sie doch nicht länger. Es ist wirklich Eile geboten. Höchste Eile tut Not. Ja, die Wally ist die Einzige, die jetzt noch ein Desaster verhindern kann. Kommen Sie hinein, trinken Sie eine schöne Tasse Tee und erzählen Sie mir, was ist euer Begehr? Keine Zeit, Milady. Sie müssen sofort ins Schloss kommen. Mit eurem Vater steht es sehr schlecht. Und dieser Gast Romanov reißt alles an sich. Du lieber Himmel, das ist doch nicht möglich. Dieser widerliche Eindringling. Gut, Roland, da müssen wir sofort etwas überlegen. Ihr dürft hier nicht mehr herein. Was soll das? Mein Vater liegt krank da nieder. Der Earl hat verboten, dass ihr die Schwelle übertretet. Das geht euch nichts mehr an. So, du faule Hock! Schluss mit der Zeit! Ihr arbeitet jetzt, sonst ich jage noch alle davon! Aber es ist 5 Uhr. Ich glaub es nicht! Ich jage euch alle davon! Gott bewahre! Dass ihr hier das Sagen bekommt und uns freien Engländern Befehle erteilt. Der Teufel soll alle Despoten holen. Magst du vielleicht Revolution ausrufen, aber dir? Ich werde zeigen, wenn der Earl Grey zu schwach ist, lasse ich euch alle zichern. Ich lasse es nicht zu, dass ihr so mit unseren Bediensteten umgeht. Um Gottes Willen, die Countess hat Gast Romanov verschlagen. Die Countess hat den Russen umgebracht. Wally, so kommst du zurück in deines Vaters Haus? Kaum bist du da, richtest schon wieder ein neues Unheil an. Sie ist eine Mörderin. Wir brauchen einen Inspektor. Sie gehört vors Gericht. Nein, ein Inspektor kommt mir nicht ins Haus. Das kann ich selber richten. Werfen wir sie in den Keller. Da unten, da kann sie's büßen. Nein, Vater. Ihr könnt mich da oben im Moor versumpfen lassen. Aber in den Keller sperren, das lasse ich mich nicht. Wenn mich einer anrührt, dann krieg ich dein Unglück. Dann zünd ich's Haus an. Hilfe! Ich kann das ganze Schloss angezündet. Und Wasser zum Löschen. Ladies and Gentlemen, es hat sich nur plötzlich aller durchlauftigster Besuch angekündigt. Wir bitten Sie, sich zu erheben für die Nationalhymne des noch Vereinigten Königreichs. Ha 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 ha!
Klasse verstoßen. Wir sind nicht amüsiert. Doch, du gefällst mir. Du bist eine starke und aufrechte Engländerin. Willst du nicht zu mir? In den Buckingham-Palast. Als ihr Kind. Ja. So bleibe bei mir. Ich kehre nicht zu diesen Unwürdigen zurück. Bei ihnen herrscht der kleine Geist. Nur bei mir ist das wahre, große Königreich. Gemeinsam wollen wir ein neues, strahlenderes britisches Empire aufbauen. Sir Joseph, den ich so hoch schätze, werde ich denn niemals den meinen nennen dürfen? Lass ihn! Du darfst ihn nicht lieben. Er ist ein verblendeter, europagläubiger Schotte. Gemeinsam mit all unseren Getreuen werden wir dieses Europa später in den neuen Commonwealth integrieren. Komm, mein getreuer Charles. Unsere neue Anführerin. Nehmen wir sie freudig in unseren Reihen auf. Sie ist so schön, doch in ihren Adern fließt noch das heiße Blut der Liebe. So leg ihr deine Hände aufs Herz, auf das es einfriert mit all seinen Augen, und sich nur noch der Größe Britanniens widmet. Oh nein, lasst mich. Ich will mich nicht der Größe Britanniens widmen. Ich will den Josef. Aber mit ihm droht uns diese armselige Europäische Union. Dann gehe ich lieber nach Europa. Alles will ich erleiden. Aber von meiner Liebe lasse ich nicht. Schon kurz vor ihrer Ehe ein erstes Kind. Mit Jean-Pierre Baptiste 89 sur Pont d'Avignon. Am Totenbett erzählt sie ihm von seiner Halbschwester Mademoiselle Affront National. 89 aus der Haute-Normandie. So holt er sie von Bournemouth über Prestonport, Winterthrottle, Aspenshire und Worcester nach North of Coffinstone, von Applethorne, und nimmt sie in deine Obhut. Da, schau hinunter, Mademoiselle Affront, mein Schwesterherz. Das ist unser County. Très bien, oui. Es ist sehr schön, meine neue Heimat. Aber meinst du, ich kann hier bekommen Arbeit als Ausländerin und Katholikin? Aber natürlich,
In der Green Lantern brauchen sie dringend eine Hilfe. Und du musst ihnen deinen Aberglauben ja nicht auf die Nase binden. Oh, ich verstehe. Und meine Sprache? Du solltest mehr lächeln als parlieren. Und mein Name? Wir nennen dich ab jetzt Miss Efron. Ah, und meine Kleider? Oh, das ist ein berechtigter Einwand. Warte. Du solltest meinen Reserverock anziehen. What? Yeah. Soll ich das anziehen? Das ist doch keine Kleidung. Oh, ich glaube, du hast dir deinen Knacken verstaucht. Du brauchst vielleicht eine Rest. Wir gehen am besten zu diesem Cottage dort drüben. Hallo? Ist da jemand da drinnen? Jo, seid ihr es oder seid ihr es nicht? Sieh an, die Geierwalli. In der Tat, ich bin's. Aber wer ist denn diese da? Sie stammt gewiss nicht aus dieser Gegend. Sie ist aus dem tiefsten Süden. Sie bat mich, ihr den Weg zur Green Lantern zu zeigen. Sie ist gestürzt und braucht dringend eine Hilfe. Aber gewiss, wenn das so ist, kommen Sie. Treten Sie ein. Setzen Sie sich. Und nehmen Sie erst einmal eine gute Tasse Tee. Mit einem Schlückchen Glenfiddich, der wirkt Wunder. Da kommt sie sicher bald wieder auf die Beine. Ihr seid also diese Geierwalli? Ja, ist mein Ruf dergestalt, dass man mich über die Grenzen unserer Grafschaft hinaus kennt? Nun, nach all dem, was du getan hast, den ist es auch kein Wunder nicht, ist es? Den Gazpromenov fast totgeschlagen und das halbe Castle niedergebrannt. Wie? Der Josef, er lebt? Aber ja. Nein, der Victor. Der Victor lebt auch noch. Gott sei Dank! Wer mich so verwirrt hat und weswegen ich das alles getan habe. Aber nein, woher sollte ich es denn wissen? Aber rede zu mir, wenn du meinst, dass dir Unrecht geschehen ist. Aber jetzt so einfach, also ich könnte das gerade Ihnen unmöglich sagen. Nun, dann let it be. Wirst wohl immer verstockter da, Herr Roman. Es ist ja auch kein Wunder, so eine ärmliche Hütte und nur dieses absurde Federvieh. Halt ein! Meiner Angela tust du nicht! Ja. Sie ist die Einzige, die noch zu mir steht in meinem Elend. Denn dann könnt ihr jetzt gleich mich auch noch umbringen. Ach, sie ist ja völlig erschöpft. Sie gehört ja unter Gesellschaft. Die verträgt sich doch mit keinem einzigen Menschen mehr. Komm! Efron, wir haben hier um nichts mehr verloren. Wir gehen.
haben wir jetzt wieder verbrochen? Kann denn nie ein Ende sein mit all diesem Unglück? Ein harter Winter. Thunderstorms, Blizzards ist über die Wuthering Heights hinweggezogen. Lady Gwyneth Theresa Mary Charlotte Elizabeth Waldburger, Countess of Grey, aber trotz standhaft jeder Unbill. Derweilen verschlechtert sich der Gesundheitszustand des alten Sir Edward Heathcliff Streamiger, Earl of Grey, im feuchten, kalten Castle, the 11th Wolf of Dartmoor, dramatisch. Ins Schloss kommen. Ich sehe dazu überhaupt keine Veranlassung. Ich will keinen Menschen mehr sehen. Aber trotzdem, der Earl liegt im Sterben. Es ist eure Pflicht. Ihr seid sein einziges Kind. Nun denn, dem werde ich mich wohl fügen müssen. Wieder vor die Augen. Ich hoffe, die Zeit im Hochmoor hat dir die Hirngespinste vom Josef und seinen Nessie-Fantastereien aus dem Hirn vertrieben. Wally, es geht doch nur um unser Castle und die Ländereien. Unser Castle muss vor dem Niedergang bewahrt werden. Viktor Gasparmanow und sein Kapital wird gut für alles sorgen. Auch für dich. Und uns vor der EU bewahren. Wally, wärst du doch nur ein Sohn, ein Stammhalter geworden, Wally. Es geht nur um unsere Ländereien, um unser Castle. Wally, oh dear, my lord, Wally! Ich hoffe, seine arme Seele findet jetzt endlich ihre Ruhe. Ladybug, jetzt seid ihr unsere Herren. Jetzt liegt alles in eurer Hand. Ja. Hört mir alle zu. Ich, Queen Theresa Mary Elizabeth Charlotte Walburga, Countess of Grey, bin jetzt die Herrin und ich habe hier das Sagen. Und was ich sage, das geschieht.
auf The 1112 Starsborg Castle. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt? Ja. Yes! Ja. Eure Countess, wir haben doch immer nur das gewählt, was man uns nahegelegt hat. Können wir denn nicht alle bleiben? Ich jage keinen ins Elend, der fleißig und treu für mich arbeitet. Aber du, komm einmal her. Unverschämtheit! Was erlaubst du dir hier zu tragen? Du wirst wohl sofort mein Sonntagsgewand ablegen. Aber der Gast Romanow hat gesagt, ab jetzt dürfte ich das... Mit diesem Kosakenzipfel rede ich. Ihr macht euch jetzt alle an eure Arbeit. Und zwar unverzüglich und ohne Widerrede. So, Mister. Ich hoffe. Ihr habt jetzt die Einsicht, dass ihr hier nicht mehr das Geringste zu suchen habt. Wally, nach allem, was ich habe getan für Väterchen und Schloss, jagst du mich davon? Für deine Arbeit als Verwalter wird man dich entschädigen. Sie bekommen den Sommersitz bei Kolbermoor. Ich werde Ihnen nicht schuldig bleiben. Aber jetzt gehen Sie! Und treten Sie mir nie wieder unter die Augen. Wally, nach allem, was ich tue, ich will nichts nehmen von dir. Ich will doch nur dich, Wally. Ich pfeife auf deine ganze Besitz, wann ich nicht bekomme dich und deinen Namen. Auch wenn du mich noch so schlecht behandelst, für dich, ich tue alles. Mein, der Giavolo soll mich holen. Meine Seele würde ich verkaufen. Für dich. Ich begehe Mord. Und du gibst mir sumpfige Hütte. Mord! Ein weiterer verregneter Sommer. Atlantischen Tiefausläufern ist über die Güter und das Schloss hinweggezogen. Aber nun gedeiht alles unter der eisernen und harten, zielstrebigen Hand der Countess wie nie zuvor. Nun rüstet das benachbarte County zum jährlichen Pferderennen und am Marktplatz wird zum Tanze aufgespielt. Once upon a time there was a country. On it we used to raise a glass or two. Remember how we ruled the whole world outside and thinking of all the great things we could do. Those days, my friend, we thought they'd never end. We sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and never lose. For we were strong and sure to have our way. La 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 la. La 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 la
Bali. Und alle sind hoch erfreut, dass ihr die ganze Gefolgschaft zum Derby führt und euch überwunden habt. Ja, warum soll ich hier auch länger ein Inseldasein führen? Auch wenn in mir keine rechte Freude aufkommt an so einem Spektakel. Die Gesellschaft soll ruhig sehen, dass ich zu repräsentieren weiß. Countess, der Gast Romanov steht vor der Tür. Ich glaube fast, er will euch zum Rennen geleiten. Wally, wir müssen reden. Mister, haben Sie schon wieder vergessen, was ich Ihnen definitiv zu erklären suchte? Ich denke, dass wir beide nichts mehr zu besprechen haben. Aber wo ist alles jetzt ganz anders? Ach, was soll denn ganz anders geworden sein? No, alle Enten scheißen von der Dächer. Das ist Kaiser zusammen mit diesem Affront. Wie bitte? No, jedermann. Was reden Sie denn da mit Verlaub für einen Nonsens? No, jedermann in Grafschaft weiß, dass er ist zusammen mit ihr in grünen Laterne. Und jedermann, ganze Grafschaft weiß, dass sie ist attraktiv Französin. Na also, komm mit mir, sei nicht borstig. Nein! Wissen wohl nicht, wie man sich einer Lady nähert. Ich sage Ihnen jetzt ein letztes und einziges. Nur dieser Mann, der mit Recht sagen kann, er hätte mir einen Kuss abgerungen, ob ich jetzt wollen oder nicht, den heirate ich. So war ich die Countess of Dragon. Und Sie, Sie schleunen sich jetzt von innen. Oh, Wally, gehst du denn auch zum Rennen? Josef. Also, eines muss man dir schon lassen. Eine respektable Herrschaft ist aus dir geworden. Das hat aber ganz schön lange gedauert, bis du mir so ein hübsches Kompliment hast machen können. Nun, wenn es aber doch wahr ist, ich muss wohl blind gewesen sein. Wie wäre es? Möchten Sie mich nicht gleich zum Rennen begleiten? Aber selbstverständlich gern. Das heißt, nein, etwas später. Oder sind Sie schon einer anderen versprochen? Aber nein, ich habe nur noch eine kleine Besorgung zu erledigen. Joseph, da bist du ja. Ich warte schon die ganze Zeit da vorne auf dich. Wir müssen noch etwas Dringendes besprechen. Dann wünsche ich viel Spaß bei dieser Besorgung. Wally, jetzt warte doch einmal. Das ist doch ganz anders. Bloody hell. Muss das jetzt sein, dass du mir ausgerechnet noch vor die Füße läufst? Oh, ich habe sie gar nicht gesehen. Ja, das kann schon passieren, dass man die Schlossherrin übersieht, wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht als den Männern schöne Augen. Wie meinen Sie das? Da möchte ich noch fragen.
wirft sich gleich den Erstbesten an den Hals. Hast denn gar kein Schamgefühl nicht? Das muss ich mir jetzt aber nicht sagen lassen. So muss ich mir vielleicht von so einem Marcelchen sagen lassen, was man ihm sagen darf und was nicht. Noch dazu von so einer wie du. So, was denn für eine? Eine ganz schamlose Person bist du. Eine kontinentale. Und eine illegale noch dazu. Ja, hört alle her. Sie ist eine schamlose Person. Französin, affront, Froschfresserin, Katholikin. Mon Dieu! Werft sie hinaus. Sie ist eine Schande für die ganze Insel. Friederchen sehr. Da haben die Wale deine Miss Affront aber ordentlich gesagt die Meinung. Sir, Gazpromanov, was ist denn passiert? Na, die ganze Grafschaft, sie hat lächerlich gemacht, hat genannt Froschpresserin. Ist das die Wahrheit, dass dich die Wally so bis auf unser Blut beleidigt hat? Ich wüsste gar nicht, was ich getan habe, dass sie wie ein Geier auf mir herumhackt. Das soll sie mir büßen. Und wenn sie noch so adelig daherkommt, das wird sie mir bitter bereuen. Oh, jetzt tu nichts Unüberlegtes. Wer weiß, was dahinter steckt. Und es macht alles noch viel schlimmer. Vor so einem überzüchteten Blaublut brauchen wir uns nicht zu verstecken. Der werde zeigen, wo der Bartel den Whisky brennt. Red shoes and dance the blues. Let's dance. Saw they're played on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway. Sway through the crowd to an empty space. So yes, Burschen mal! So, Gaia Wally, darf ich um den ersten Tanz bitten? Du sei bloß vorsichtig, mein dir. Der hat so einen seltsamen Glanz in den Augen. Da stimmt etwas nicht. Aber liebe Tante, was sollen die bedenken? Es ist doch bloß ein Tanz. Ja, Sir Joseph, mit dem größten Vergnügen. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song that played on the radio. Let's sway. Silence, please. What? Vor dem Tanz aber, Wally, möchte ich, dass du mir den Kuss gibst,
den noch kein Mann von dir bisher bekommen hat. Aber Josef, doch nicht so public viewing. Vor all diesen Leuten hier. Gerade vor all diesen Leuten. Es soll ruhig all jeder sehen, wie du zu mir stehst. Nein, Wally, so nicht. Ich will ihn nicht geschenkt. Ich will ihn dir abkämpfen. So, wie ich das Monster von Loch Ness gestellt habe. Verteidige dich, Wally, und mache es mir nicht leichter, als du es den anderen gemacht hast. Sonst ist es keine Ehre für mich. Ja, wie Sie wünschen. Dann holen ihn hier. Und du wirst schon sehen, was du an mir hast. Josef, jetzt hast du mich erobert. Jetzt gehören wir zusammen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir geben Ihnen hiermit das amtliche Endergebnis des letzten Referendums bekannt. 50,2% der gültigen abgegebenen Stimmen hat sich gegen ein Happy End ausgesprochen. Weit gefehlt. Ich wollte nur den Kuss von dir. Tanzen kannst du jetzt ganz allein. Jetzt hat es ihr aber gezeigt, unserer stolzen Herrin. Meine arme Wally. So eine Schande. Jetzt nimmt sie auch kein anderer mehr. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that tasted itself. For lies that tore the heart. Called out to our country, and you whisper to those in pain. Now you belong to heaven, and the songs spell out your name. And it seems to me that you live your life like a candle in the wind, never fading the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along a kingless strangest hill. Your candles burned out long before the legend ever will. So weit hat kommen müssen, dass du liegst in Schmutz. Ich aber steche immer noch. Zu dir! Tod will ihn haben! Was du sagst? Tod will ihn haben! Ist das ernst? Mein blutiger Ernst. Tod. Wer mir den Tod vor die Füße legt, den heirate ich. So wahr ich die Countess of Grey bin. Ach, Lady Wally, das war jetzt ein arger Schlag. Was für ein grausames Schicksal.
tröstet euch. Ihr müsst wissen, die Zeit heilt alle Wunden. Und das Gerede von den Leuten verliert sich auch wieder. Es kommt dann nicht so arg, wie man das meint. Und dann gibt es eine nächste Wahl und dann wird es immer weitergehen und das Gerede verläuft. Was kümmert mich das Votum des Volkes? Jetzt ist doch eh alles aus. Was habe ich ihm denn getan, dem Josef, dass er mich so behandelt? Ich will doch bloß, dass er mich lieb hat, so wie ich bin. Ist denn das zu viel verlangt vom Leben? Ich halte es nicht mehr aus. Es muss jetzt endlich ein Ende sein. Joseph, das hättest du nicht tun dürfen, die Wally so vor alle Leute blamieren. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da über mich gekommen ist. Einerseits ist sie so eine hochnäsige Blaublütige. Aber bei dem Kuss, da ist mir plötzlich ganz seltsam zumute geworden. Ich habe doch eh gesehen, dass du sie gern hast. Habe ich gesehen in deinen Augen. Du musst hingehen zu ihr und ihr bieten ihr Pardon. Meinst du wirklich? Oui, fasse dir ein Ernst. Geh hin zu ihr. Nun, dann werde ich einmal die Möglichkeit prüfen, ob sich diese Sache noch einmal ändern lässt. Dass ihr Frauen aber auch immer so kompliziert sein müsst. Verzeihung, ist die Wally zu Hause? Ihr braucht nicht mehr nachzusetzen. Es hat ja schon gereicht. Auf und davon ist sie. Und der Geier gleich hinten dran. Wally! Mir nicht mehr in Quere. 5 Uhr. Es ist vollbracht! Du bist frei! Für mich!
So habe ich das doch nicht gemeint. Du gemeiner, hinterhältiger Mörder. So habe ich das nicht gewollt. Schämen Sie sich. Was dank dafür, was du getan hast. Was ich getan habe, was du von mir wollen hast. Dann hat uns unser Zorn beide zu Verdammten gemacht. Dann werden wir das auch gemeinsam büßen. Du hast geschworen, dass du mein Weib wirst. Wenn ich ihn morde. Und jetzt, du wirst mich umbringen. Ja, dort unten sind wir gemeinsam vereint. Hilfe! Help! Still! Das ist kein Echo. Help! I need somebody! Help! Just anybody! Ich muss zu ihm. Da, da fliegt die Angela. Die zeigt mir, wo es hingeht. Wir schaffen das. Sie sind im Sumpf von Kolbermoor. Wir müssen sofort losgehen. Vielleicht können wir noch etwas retten. Ach, Josef. Das war doch alles nicht meine Absicht. Aber in meinem Zorn auf dich und diese Mademoiselle war ich nicht mehr die Herrin meiner Gefühle. Ach, Wally, ich hab dich doch auch nicht so verletzen wollen. Aber nach dieser Geschichte mit der Affront, da habe ich mir gedacht, dass ich dir den Kopf zurückrichten müsste. Dabei ist es doch alles ganz anders. Sie ist doch gar nicht meine Geliebte. Wie das? Weißt du, Wally, meine Mutter hat vor ihrer Ehe schon ein Kind in Frankreich gehabt. Die Afro ist meine Halbschwester. Aber weil wir das Gerede vermeiden wollten, haben wir sie als Fachkraft aus dem Süden ausgegeben. Aber Josef, wenn dem so ist, dann kann sich doch alles zum Guten wenden. Aber selbstverständlich, Wally. Ich weiß jetzt auch, dass es im ganzen Empire nichts Wichtigeres gibt für mich als dich. Du magst mich doch noch, magst du nicht? Ja, Josef. Keiner hat mich je von dir abbringen können. Und auch in Zukunft wird das keiner schaffen. Things just make you swear and when you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Ain't always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Life seems jolly
be rotten. That's something you forgot. And just to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dark, don't be silly drunks. Just close your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and that's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy, it's your last chance anyhow. And always look on the bright side of life. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. It's a laugh and laugh to choke it. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Always look on the bright side of life. 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 My lord and lady, hey. Honorable ladies and gentlemen. Sorry, but Lady Valley and Sir Joseph died sooner than they should. Oncoming thunderstorms and hailfalls had shattered the roots of their lives.
But the names will be remembered since ever, as long as the monster of Loch Ness is frightening the dark waters beyond. In the Wuthering Heights, white creatures of fog are following the lonesome hiker and remind him to the legends of forgotten tales and unbeaten heroes. But they also tell us what comes up must go down. The weak and the weird, same as the strong and the powerful. As we'd like to remember and remind our esteemed and beloved audience to do and give their best. Because the Spieldose should better be looking forward to a great future, but not be remembered like a nice tale or far anecdote. So thank you very much for your participation and your donations. Have a safe journey home and live in peace and harmony. Thank you.